In der Notaufnahme liefert ein RTW-Team eine Patientin ein, die sich bei einem Sturz die Rückenstrebe eines Gartenstuhls in den Oberschenkel gerammt hat. Assistenzärztin Anna Moschkowitz übernimmt den Fall, bei dem ein unerkanntes Leiden eine große Rolle spielen wird. So, Frau Köhler ist 50 Jahre alt, ja. Ist bei der Mutter zu Hause auf dem Balkon irgendwie hingefallen. Mhm. Und zwar irgendwie war der Stuhl im Weg, die hat sie also, der ist zerbrochen. Okay. Und da ist ein. Die ist ganz belassen worden, oder? Wir haben alles belassen, wir haben ein Tourniquet auch oben angelegt. Okay. Weil unklar ist, ob ein Gefäß erwischt worden ist oder nicht. Es hat nicht sehr stark geblutet. Jetzt auch? Und ja, jetzt auch nicht. Und ja, müsst ihr mal sehen. Ne? Wie war der Puls? Blutdruck und so weiter, alles in Ordnung. Puls relativ niedrig. Bei wie viel? War ne? Ja, so 60, 56, 60. Das ist so kontrollieren. Ja. Die Patientin ist mit einer Oberschenkelverletzung und folglich dem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert worden. Aufgrund des Fremdkörpers befand sich die Patientin natürlich in einer Risikosituation. Ja, haben Sie Allergien oder irgendwas? Nein. Andere Erkrankungen, von denen wir wissen? Nein. Nichts bekannt. Ja. So. Okay. Besser? Ja. Kannst du mir helfen mit anschließen? Ja. Iris, was ist denn hier? Iris, was ist denn passiert? Merken Sie alles. Stopp, stopp. Hande. Moment. Kann nur, alles kann ruhig. Wie kann denn das passieren? Hallo. Iris. Hallo. Hören Sie mir mal bitte zu. Ruhiger. Wie geht's dir? So können wir ja nicht arbeiten. Ich muss Ihnen erst mal die Fragen beantworten. Konzentrieren Sie sich jetzt mal auf. Frau Köhler, ist wichtig. Haben Sie Gefühle im Bein? Frau, lass mich mal hier bitte ran. So. Nur Schmerzen oder Taubheit irgendwas? Das ist zu tierisch. Wir machen Folgendes, oder? Wir wollen bei Ihnen ausschließen, dass Sie eine Oberschenkelarterie, also ein Gefäß, verletzt worden ist. Das heißt, wir werden Sie jetzt so schnell es geht zum CT anmelden. Da können wir die Gefäße beurteilen, oder? Wie ist denn das passiert? Bei der Mama. Warten Sie mal. Mama schon wieder. Entschuldigung. Ja. Du sollst Entschuldigung. Doch nicht, was war gestern da? Hallo. Hallo. Sie müssen das geordnet erzählen, okay? Es ist wichtig. Wir müssen wissen, was passiert ist. Können Sie versuchen, so gut es geht, wie Sie sich erinnern, was ist passiert? Von wie hoch sind Sie gestürzt? Ich war bei der Mama und habe die Blumenampel aufgehängt. Wie hoch war der Stuhl, von dem Sie gefallen sind? Das ist der normale, das ist der alte Gartenstuhl. Ganz normale. Ganz normale. Und es ist wichtig, auf den Kopf sind Sie nicht gestürzt, ja. Nur am Bein. Nee. Sie ist schwindelig geworden. Wichtig, ist sie auf den Kopf gestoßen? Nein, Kopf hat sie sich nicht gestoßen. Und noch wichtig ist ihr Puls. Ist der immer so niedrig? Das ist uns aufgefallen. Aber, ist das so? Ja, sie hat immer kalte Hände. Immer. Okay. Mhm. Als ich gerade gehört habe, dass sie heute schon wieder bei ihrer Mutter war, da ist mir der Kragen geplatzt. Jeden Tag, wegen jeder Kleinigkeit, ruft ihre Mutter an. Ist der Toaster kaputt? Der Lichtschalter funktioniert nicht? Und Iris reißt sich wirklich den Arsch auf für sie. Für jeden. Die ist so gutmütig. Und sie leidet darunter. Sie leidet darunter. Sie ist abend kaputt. Die ist fix und fertig. Die macht sich wirklich kaputt. Und wir haben so oft darüber diskutiert. Und am Ende habe ich wirklich gedacht, sie hat's verstanden. Kümmer dich um die Mama. Die macht sich solche Vorwürfe. Mensch. Sie muss sich erstmal gar keine Vorwürfe machen, das kann doch nichts dafür. Nein, nein, für einen Unfall können Sie gar nichts. Da brauchen Sie sich jetzt auch keinen Vorwurf machen. Und wichtig ist auch erstmal, dass es Ihrer Tochter wieder gut geht. So, okay. Wir gehen jetzt wünschen. Nein, alles gut. Machen Sie sich Könnt ihr uns kurz die Patienten? Fühlen Sie sich schuldig, oder das ist so ein Tobabo-Wegel? Ja, ich weiß nicht. Also nichts dafür, dass sie gefallen ist. Ehemann Gerd ist in großer Sorge um seine Frau und voller Wut auf seine Schwiegermutter. In seinen Augen nutzt die Witwe ihre Tochter schamlos aus. Auf dem Weg zum CT macht er seinem Ärger Luft. Sie hat ihr eigenes Leben und meine Frau auch. Ich muss ein bisschen auf meine Frau achten. Die in letzter Zeit hat die keine Kraft mehr. Die hat kein Ja, aber das ist ihre Mutter, ne? Das müssen Sie auch verstehen. Ne? Und wenn es Sie so sehr belastet in der Familie, ich komme gleich, wie wäre es, wenn Sie sich da eine Pflegefachkraft irgendwie zur Hilfe holen? Ich meine, sie wirkt ja noch sehr fit. Das haben wir schon auch schon überlegt. Aber die ist da ganz eigen. Sie sagt, nein, sie möchte immer nur ihre Tochter haben. Sie will niemanden anders haben. Ja, das ist ja schon irgendwie verständlich. Aber wenn sie jemanden hat, dem sie vertrauen kann, ne? wenn eine feste Person da wäre. Wir haben da jemand sehr Nettes im Krankenhaus, in unserem Sozialbereich tätig sein. Okay. Ich würde da vielleicht mal die Dame herbestellen. Frau Adamski wäre das. Sie können ja einfach nur mal mit ihr sprechen. Ich habe jetzt einfach diese große Spannung gemerkt. Ich möchte Ihnen da natürlich nicht privat eingreifen, aber... Okay. Ja. Die Situation ist ja jetzt doch... Machst du das? Ja, ich gehe rein, weil der Nächste ist da. Ich nehme die Anna mit. Natürlich. Ich gehe dann auch sofort durch. Wir können dann einmal zu Ihrer Schwiegermutter, ne? Okay.
Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt schon. Ich bin Nadine. Hallo, ja, ich bin Moskowitz, ich bin die Ärztin. Hallo. Ich bin der Arbeitskollege vom Thorsten. Guten Tag, wer sind Sie? Entschuldigung. Hallo, ich bin der Andreas, hallo, bin der Arbeitskollege vom Thorsten. Okay, Moskowitz. Ja. Patient? Setzen kann ich nicht. Ja, anscheinend der was Patient. Ist, was ist passiert? Ja, also ich war auf der Arbeit und da war dann eine hübsche Kollegin und der habe ich dann im Fahrstuhl die Tür aufgehalten und dann ist die Tür zugefallen und... Die ist zugefallen? Ja, die ist dann zugegangen, als ich da drin stand und dann ist sie auf mein Gesäß gekommen und da habe ich mir jetzt irgendwie wehgetan. Okay, ja. Folgendes. So kann ich dazu natürlich nichts sagen. Sie müssten ja mal Ihr Gesäß freimachen, oder? Okay. Wir haben auch eine Liege. Okay. Ist es für Sie okay, wenn Ihr Arbeitskollege... Kollege dabei ist? Ja, es ist okay, wenn Andreas dabei ist. Entschuldigung, aber ich kann Sie auch rausschicken, oder? Ach, also wenn Sie sich nicht ja, benehmen ich können. Das ist ganz witzig für mich. So. Also darf ich Sieht Sie nicht bitte? So aus für Ihren sind Kollegen. Sie sicher, dass Sie möchten? Nein, das ist okay. Wir sind lange Arbeitskollegen, wir kennen uns lange, das ist okay. Also bitte einmal, können Sie ja selbst und deshalb solche ja jetzt damit auf. So. Naja. Ich finde das ganz witzig einfach. Auf, ja. Ne? Ja, wenn Ihnen das passiert wäre, glaube ich, würde es nicht so witzig hin. Sind ja, Sie sich das sicher, dass das ein Fahrstuhl war? Ja, ja, doch. Und dann das solche war ein Fahrstuhl, Schmerzen, ja, die gehen doch eigentlich wieder auf. Ja, wir schauen uns das mal an. Vielleicht ist ja nur eine stark Kleinigkeit. Also, ich weiß auch nicht genau, die war sehr, sehr, sehr stark. Oha. Ja, die ist aber sehr stark. Ich muss es leider etwas weiter. Andreas, hör auf jetzt. Weiter. Genau, dass Sie sich weiter zu uns rumdrehen, dann haben wir ein bisschen so bessere. Ja, ich muss ja, das einmal geht runter machen, ja? Ja. Ah. Wo sind die Schmerzen am stärksten? Warte, ich tritt. Hier oben. Oh wow, ist richtig blau. Okay. Ah, ja. Da tut das weh? Ich dachte, du simulierst nur, weil du keine Lust hast zu arbeiten. Dann kannst du besser. Das sag ich dir noch die ganze Zeit. Okay, hey, tut mir leid. Das? Ja. Ja, genau da. Okay. Mhm. Soll ich das mal. Sieht mir nach dem Steißbein aus. Beim Röntgen anrufen? Naja, da geht nicht so stark. Unten ist stärker. Ja, ja, das müssen wir auf jeden Fall röntgen. Es geht nicht anders. Verletzungen am Steißbein kommen relativ häufig vor und sind auch meist einfach zu diagnostizieren und zu behandeln, aber deswegen nicht weniger schmerzhaft. Was mich an dem Fall allerdings wunderte, ich habe schon viele wuchtige Fahrstuhltüren erlebt, aber keine, die eine solche Verletzung am Gesäß hervorgerufen hat. Ja, jetzt passen Sie mal auf. Wir gehen jetzt hier raus und dann gehen wir links. Die Röntgenuntersuchung wird zeigen, dass die Zweifel an der Fahrstuhlgeschichte berechtigt sind. Doch zuvor trifft Anna Moskowitz auf die junge Pflegerin, die sich um die Mutter der gestürzten Iris kümmern soll. Der Plan droht jedoch direkt zu scheitern. Guten Tag, Moskowitz, ich bin guten die Ärztin. Guten Tag. Sie sind? Ich bin gerufen worden, okay, weil hier ist eine ältere Dame und sie genau braucht eventuell Pflegekraft. Okay. Und ich kenne noch niemanden, deswegen. Das ist die Dame, um die es geht? Ja. Guten Tag, ich bin guten Nadja Tag Adamski. Guten Tag. Ja. Ich bin die Frau Bernd. Sehr schön, Bernd. Sehr schön. Und ja. Sie ist Pflegekraft und professionell. Sie kennt sich sehr gut aus. Und wir überlegen, ob sie vielleicht mal nach Giersch öfter schauen kann. Einfach, damit Iris ein bisschen entlastet ist. Ich kann Ihnen das persönlich aus ärztlicher Seite natürlich auch nur ja, ans Herz legen. Gerade auch für Ihre Tochter, oder? Ich habe so ein bisschen mitbekommen. Sie scheint sehr ja, das ist ja, unter ist der ja Situation auch, ist zu leiden. Ja, alles, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist alles gut und schön. Meine Freundin hatte auch eine Pflegekraft und die hat ihr den Schmuck gestohlen. Und ja, das kann ist, man ja jetzt nicht verallgemeinern, oder? Die ist dement, also, ja. Die hatten wahrscheinlich ja den Schmuck irgendwo hingelegt und weiß nicht mehr wo. Ja, muss ich aber ist ja schon nicht in der haben Klinik jetzt. Nein, will ich nicht. Das sind da noch vor. Ich muss jetzt erst ja, aber denken Sie auch mal an Ihre Tochter. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum das so ein Thema ist, dass das so ein Problem ist mit der Pflegekraft. Ich will doch beiden nur helfen. Ich will doch, dass meine Frau entlastet ist und dass meine Schwiegermutter auch optimal versorgt ist. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Gerd ist verzweifelt. Er fürchtet, dass sich seine Frau weiter für ihre Mutter aufreibt, falls diese nicht einlenkt. Und auch die Untersuchungsergebnisse sind nicht optimal. Zwar ist keine Oberschenkelarterie verletzt, doch die Metallstrebe des Gartenstuhls muss operativ entfernt werden. Also es ist natürlich jetzt positiv, dass die Gefäße nicht verletzt sind, aber trotz allem, da es ein großer Weichteildefekt auch ist und eine ordentliche Wunde besteht, müssen wir das Ganze operativ versorgen. Das heißt, ich würde euch bitten, einmal beim OP Bescheid zu geben. Selbstverständlich, ja, rufe ich sofort an. Zeitnah, dann werden Sie eben zeitnah auch operiert. Ja, machen Sie dann Vollnarkose? Ja. Das wird, damit Sie keine Schmerzen haben, machen wir das generell in Vollnarkose. Ja. Mir ist noch was an Ihrer Haut aufgefallen. Ist sie immer schon so derb gewesen? Hat die sich verändert? Ja, das hat sich verändert im Laufe der letzten Zeit. So, ich
hatte so den Eindruck, dass sich mein ganzer Körper auch verändert. Also ich dachte, das sind die Wechseljahre vielleicht. Wie meinen Sie das verändert? Ja, ich habe ja zugenommen. Ach ja, gut. Ja. Wie viel haben Sie zugenommen? 4 Kilo. Und in welcher Zeit? So in den letzten 2 Monaten ist mir das aufgefallen. Sie haben nichts an Ihrem Ernährungsverhalten geändert? Ja, ich habe versucht zu reduzieren. Und dann ist es aber trotzdem, hat das nichts genützt. Ich habe mich schon gewundert und dann habe ich gedacht, okay, das ist das Alter. Wir waren erstmal sehr erleichtert, dass die Oberschenkelarterie der Patientin nicht verletzt war. Der Spannungszustand der Haut, die Gewichtszunahme der Patientin, ihre ständige Müdigkeit ließen mir allerdings einen Verdacht aufkommen, dem ich gerne näher nachgehen wollte. Anna Moschkowitz ordnet sofort eine Blutuntersuchung an, denn die Symptome weisen auf eine ernste Erkrankung hin, die dringend behandelt werden müsste. Unterdessen sind die Röntgenbilder des vermeintlichen Fahrstuhl-Casanovas eingetroffen, der vor lauter Schmerzen immer noch nicht sitzen kann. Das hier, oder? Man sieht das jetzt hier nicht. Ich halte es mal, dann sieht man es besser. Das ist das Steißbein, oder? Und eigentlich wäre das hier in einer Linie. Bei Ihnen sehen Sie schon, das ist hier so versetzt, oder? Das heißt, es ist luxiert. Luxiert heißt einfach, genau. Wie man sich die Schulter ausrenken kann, kann man sich auch das Steißbein ausrenken, oder? Oh, okay. Das heißt, in diesem Fall ist die einzig mögliche Therapie, die Sie dann aber auch schlagartig von den Schmerzen befreien würde, dass wir das reponieren. Was heißt denn jetzt reponieren? Das heißt, einrenken. Oh, cool. Das heißt, man würde das Rektum umfassen, oder? Mit Handschuhen und dann was, sozusagen. Was ist das Rektum? Sie würde durch den Po, würde sie tasten, wo das Steißbein ist und dann kann sie das fassen und kann mit das ihrem Finger? Ja, anders geht es nicht. Durch mein Po? Cool. Da müssen Sie jetzt durch. Darf ich es aufnehmen? Nein, Sie warten so lange gleich draußen. Das ist echt nicht lustig. So, Sie gehen sofort raus. Na gut, das ist so peinlich. Sie warten jetzt draußen. Danach hole ich Sie gerne wieder rein. Aber das mal auch nicht simuliert. So, darf ich Sie jetzt zum letzten Mal bitten, rauszugehen? Na gut, ich gehe schon. Bitte. Und Sie müssen leider einmal noch mal freimachen. Das befreit mich dann auch schlagfertig. Ja, sofort. Okay. Ist zwar unangenehm, aber bei Ihnen hilft leider nicht. Handschuhe hast du schon? Habe ich schon. Das Problem ist immer bei einem ausgerenkten Steißbein. Das muss natürlich genauso eingerenkt werden wie alle anderen Gelenke auch. Problem ist halt, man kommt nicht direkt dran. Man muss dann wirklich über den Anus gehen, um es zu fassen und einzurenken. Sehr unangenehm für den Patienten, aber dadurch dann auch eine direkte Schmerzerleichterung. Okay. So, Sie dürfen wieder reinkommen. Ist nett. Dankeschön. Na, bist du wieder eingerenkt? Wie ist es jetzt bei Ihnen? Können wir tanzen gehen? Schmerzen? Das ist jetzt wirklich besser geworden. Also ich habe jetzt keinen starken Schmerz mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell wieder. Es ist normal, dass Sie noch leichte Schmerzen haben, aber dieser starke Schmerz, der sollte halt weg sein. Ja, doch, der ist auch weg. Also, Sie haben ja das Röntgenbild gesehen vorhin mit mir, oder? Das Verletzungsmuster, den Unfallhergang, den Sie mir angegeben haben, das passt absolut nicht zusammen. Oder so eine Verletzung holt man sich nicht, wenn man sich in der Tür einquetscht. Also ich würde Sie jetzt zum letzten Mal bitten, mir die Wahrheit zu sagen, wie das Ganze passiert ist. Wie soll ich sagen? Andreas und ich hatten heute mal einen Tag im Büro ohne den Chef. Und wir hatten dann... Haben Sie Dummheiten gemacht? Ja, das könnte man so sagen. Wir haben uns ein paar Sitzbälle geholt und haben dann einen Wettrennen damit veranstaltet. Auf den Bällen und, sind Sie rumgelaufen. Und dabei ist es passiert. Und dann sind Sie da runtergestürzt oder wie? Nee, der Ball ist unter mir geplatzt und... Und Sie voll auf den Boden. Und ich bin... mit Wucht auf den Boden gefallen, hab mir dadurch mein Gesäß verletzt. Ja. Wir haben uns schon eher gedacht, also das passt schon eher mit unseren Röntgenbefunden zusammen. Sitzbälle werden im Büro gerne als Mittel gegen Rückenschmerzen angewendet. Allerdings bergen sie auch ein gewisses Unfallrisiko, da sie wegrollen können. Stattdessen wäre es besser, auf einen Wechsel von Gehen, Stehen und Sitzen zu achten und dies entsprechend am Tag durchzuführen. Die beiden Bürokaufleute haben ihre Lektion gelernt. Einige Stunden später ist Anna Moschkowitz dann bei der frisch operierten Iris. Der Verdacht der Ärztin hat sich bestätigt. Die Patientin hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Dadurch erklärt sich auch ihr Schwächegefühl und ihre Hautveränderung kommen dadurch zustande, dass sie oft müde sind. Die Gewichtszunahme. Das Gute an der Sache ist, man kann das mit Tabletten behandeln, oder? Nur leider muss man es leider auch über eine längere Zeit nehmen, bis man dann Veränderungen bemerkt. Hi, Nadja. Ah. Hallo. Hallo. Na? Grüße dich, freue ich mich. Schön, dich zu sehen. Hallo. Na, Sie beide haben sich schon kennengelernt. Hallo. Wie geht es dir? Ich bin Nadja. Freut mich. Genau. Ja, ich habe schon von Ihnen gehört. Ich hoffe Positives. Na, nur positiv. Dankeschön. Ich habe mir so
solche Sorgen gemacht. Ich mache mir solche Vorwürfe. Oh Mama, das wird Sie müssen sich gar keine Vorwürfe machen. Das wird schon alles gut. Es ist alles die OP sehr gut gelaufen. Aber ich muss auch auf Sie achten, weißt du? Ich hab mich mit Nadja geeinigt. Sie kommt zu mir und hilft mir. Sie wird nicht alleine sein. Hast du Entlastung? Dass du nicht immer zu mir kommen musst. Ich werde für Sie da sein und Ihrer Tochter wird es gut gehen. Ja, ich bin echt so erleichtert, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, die für beide optimal ist und von beiden auch akzeptiert wird. Dass meine Frau entlastet wird. Gerd ist überglücklich, dass die engagierte Pflegerin nochmal mit seiner Schwiegermutter gesprochen hat. Auch seine Frau ist happy. Sie konnte die Klinik einige Tage später verlassen und hat die Schilddrüsenerkrankung mit Hilfe von Medikamenten in den Griff bekommen. Und auch ihr altes Gewicht hat sie fast wieder erreicht.